Nun, ich denke, da haben wir in den 2 Wochen eine ganze Menge zu tun, nicht wahr? Der Kodex wird uns die Lösung zeigen. Aber sollte nun das Gellerfeld und auch der Warp-Antrieb funktionieren, dann würde ich sagen, dass wir zumindest schon mal aufbrechen können. Das werden wir als erstes prüfen. Und nun, wenn Waffenservitoren oder Küchenservitoren hier herumlaufen, dann werden wir in den 2 Wochen Zeit genug haben. Ich stimme mich zu. Dennoch müssen wir überprüfen, dass das Gellerfeld und das Schiff in Ordnung ist. Dass wir nicht, dass wir unsere eigentlichen Missionen antreten können. Aber das habe ich doch gerade gesagt. Ich weiß, die Space Wolves sind etwas schwer von Begriff, aber ja. Und wenn wir zu viele Küchenservitoren zerstört haben, dann weiß ich genau, dass ihr nicht kochen müsst. Also ich funke meinen Ultramarine-Bruder ein wenig an, als er meinen Bruder Tordal beleidigt. Man hört auch ein typisches Knurren von ihm hinter der Hand. Ja, er zwinkert dir immer zu. Also es ist nicht so ganz ernst gemeint, aber ja, es ist schon bissig. Deswegen kommt ja das typische Knurren eines Space-Wolves entgegen und auch der passende Wolfsblick. Ja, Octavius, was sagst du denn? Ich frage mich gerade, ich sehe hier, es gibt noch 2 Mechdiakonen und irgendwie klingt das, als wären die mehr als so ein Maschinenseher. Genau, also die sind für andere Systeme zuständig, aber die Tech-Priester-Ränge sind Technograph, Mech-Schmied, Elektropriester. Der Maschinenseher ist dann noch relativ weit unten, der macht halt die Servitoren. Und dann kommt der richtige Tech-Priester und dann der Mech-Diakon, beziehungsweise Technomant. Also die Mech-Diakone sind schon sehr, sehr hoch. Das sind dann die Leute, die sich um Gellerfelder kümmern. Und ein Maschinenseher macht dann Servitoren. Also der hat halt schon auch Aufgaben, die wichtig sind. Aber die Verwaltung von einem Gellerfeld macht dann eher der Mech-Diakon. Ja, okay. Oder der Omniprophet. Also ich möchte auf jeden Fall den Diaslan fragen, welcher Mechdiakon denn für den Maschinenseher die Verantwortung trägt. Ja, das wird Epsilon 77 sein. Die Antwort bekommst du dann auch relativ zeitig. Vor allem, weil Diaslan dann auch zumindest über Vox teilt er dir mit, dass er auf dem Weg ist zu euch. Ja, okay. Ja, also dann würde ich sagen, würde ich ganz gerne diesen Epsilon mal aufsuchen, Epsilon 77, vielleicht mit Bruder Krei zusammen oder so. Und Trottel, du begrüßt den Freihändler hier. In der Tat, so sei es. Ich möchte währenddessen meinen neuen Freund mitschleppen, einfach weiterhin tragen, weil es nicht einsehe, so langsam zu gehen, wie er vermutlich laufen würde. Und ein bisschen möchte ich schon so aussehen mit einem Gesicht, das heißt, ich habe es euch ja gesagt. Also ich möchte es nicht ganz verbergen. Cole Benex nimmst du, ja? Den du aus der Zelle befreit hast. Ja, ist mal jetzt mein neuer Freund. Ja, der Mann wird meine Servitoren warten, auch wenn er das noch nicht weiß. Er hat eine neue Lebensaufgabe bekommen. Wir sind Freunde bis zum Ende von seinem Leben. Und danach wird er der neue Schädel. Der wird ein neuer Servitor. Also du heimst dir jetzt Cole Benex ein als dein Wartungsservitoren. Ich nehme den jetzt einfach mit und ich glaube, es wird keiner was sagen. Nee, also sicherlich wird dann die Aslan nochmal mit ihm sprechen wollen. Aber er wäre zum Tode verurteilt. Wenn du ihn jetzt requirierst, dann gehört er jetzt zum Orden. Ja, wir finden schon eine Aufgabe für euch. Aber sehr gut, dass ihr der Häresie direkt euch darum gekümmert habt. Ich wollte das gar nicht, mein Lord. Wie gesagt, ich wollte ihn einfach nur fragen. Ich habe diese Schaltkreise nicht verstanden und ich wollte ihn darauf ansprechen, ob es ein Missverständnis ist. Und dann griff er mich mit seinem Werkzeugmechanendendriten an. Ich war einfach nur panisch und ich habe dann einfach mit dem Schraubenzieher zugestochen, den ich in der Hand hatte. Ja, sehr gut, sehr gut. Man ist nicht immer vorbereitet auf die Diener des Chaos. Aber man muss immer handeln. Sehr gut. Ich sehe ein bisschen mehr stolz aus, als ich es tun sollte. Also ich funk mal Bruder Wilhelm und Bruder Ifrit auf der privaten Frequenz an und sag, gute Instinkte, Brüder. Danke. Manchmal muss man ihnen folgen. Ja, der Gott-Imperator hat sie uns ja nicht umsonst gegeben.
Das ist wahr. Ja, Tordal, du kannst dann den Kapitän an Ort und Stelle begrüßen, kannst ihm dann die überrestlichen, das Gemetzel im Inneren der Schmiede bzw. des Raums von Kreth zeigen, wo dann die zerstörten Servitoren liegen in seiner eigenen Lache. Und auch die Schaltkreise mit dem, gut, man kann es zwar noch identifizieren, aber die Chaosrune sticht natürlich auch so ein bisschen im Auge, auch wenn der Shortcode nicht mehr sendet, aber ja, auf der anderen Seite war es einfach aufgemalt. Das sieht schon auf alle Fälle nach Heretic aus. Ihr seht, Kapitän, war der Instinkt meiner Brüder nicht unbegründet. Nun, man hört immer wieder von euch als nicht nur Astartes, sondern vor allem als Deathwatch und als Mitglied der Inquisition, aber dass ihr diesen Mordfall nach weniger als 2 Stunden aufklärt und dann auch nun sicherlich das Leben von Cole Benex rettet. Gute Arbeit. Und das Leben von uns allen. Wie gesagt, wir... Der Imperator beschützt. Das wohl. Auf dem heiligen Thron. Nun, es ist gut, dass wir den Sprung in den Warp tatsächlich abgebrochen haben. Wir werden die Prüfung noch ein weiteres Mal durchführen. Ich entschuldige mich. Es hätte mir nicht passieren dürfen. Wichtig ist, dass wir jeglichen Person, sei es vom Adeptus Mechanicus, irgendwelche Diener, Servitoren, die mit ihm zusammengearbeitet haben, untersuchen. Aber dennoch sollten wir schnellstmöglich die Hauptmission nicht aus dem Auge verlieren. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, Eloises ist dringend. Gut, wenn eure Brüder die Abreise erlauben, dann setzen wir in den Warp über und die restlichen Servitoren blicken wir uns dann an. Hab Dank für alles. Eine Frage hätte ich noch. Selbstverständlich. Ihr sagtet, dass der oberste Priester des Adeptus Mechanicus ebenfalls verstorben wäre, oder war etwa dieser genau derjenige, welcher verstorben war? Nein, wir sprachen schon von Kreth, der die Schmiede in seiner Obhut hatte, um dort die Servitoren zu fertigen. Okay. Dann habe ich das doch richtig in Erinnerung gehabt. Wir haben noch 2 Mech-Diakone an Bord, die sich um die wichtigeren Dinge kümmern. Aber sie frequentieren zumindest nicht in der Schmiede, nicht, dass ich es wüsste. In Ordnung. Dann sollten wir nun hoffen, dass nichts weiteres betroffen ist und die Mission nicht gefährdet ist. Das möchte ich meinen. Diese Schiffe existiert seit mehr als 10.000 Jahren. Es könnte schnell dazu führen, dass es sein Ableben erhält. Er schlägt schnell ein Aquila vor seiner Brust. Der Imperator beschützt. Der Imperator beschützt. Und so können sich die anderen Brüder aufmachen in den Generatorraum, beziehungsweise dort, wo das Skellerfeld aufgebaut wird. Dort trefft ihr auf den Mech-Diakon Epsilon 77 und seine Kollegin Jota 54. Die kann man tatsächlich wohl auch noch als Kollegin erkennen, auch wenn die Form etwas merkwürdig ist und einige seltsame Servitor-Spinnen auch auf ihr herumkrabbeln, während sie dort mit einigen Dingen verbunden sind. Die sind sowieso immer unglaublich merkwürdig und spotten den ja eigentlich menschlichen Zügen und Erscheinungen, wie sie dort mit ihrer Kapuze dann herumlaufen, einige mit dann 3 leuchtenden Augen. Und ihr könnt viele weitere Servitoren erkennen, die dort angeschlossen sind an die Pulte, irgendwelche Kabel, die aus ihnen herausragen und arbeiten. Ihr wurdet angekündigt. Ihr seid mit Sicherheit schon informiert worden über die... über das Missfallen einer eurer Diener. So korrekt. Uns wurden Datenübertragungen eingeleitet. Ich nehme an, ihr habt bereits eine Überprüfung eingeleitet von all seinen Kontakten. Selbstverständlich. Überprüfungen laufen, Analyse beendet. Wir haben keine Servitoren von Maschinenseher Kreth übernommen.
das ist ja schon mal beruhigend. Seine Arbeit war immer minderwertig. Er wäre nie zu einem vollwertigen Mechdiakon aufgestiegen. Ja. Kann der Epsilon irgendwie analysieren, wo der überall gearbeitet hat? Ob der auch an was anderem gearbeitet hat als nur die Servitoren? Wenn du ihn das so fragst, du blickst in dieses starre Maschinengesicht, aber du hast schon das Gefühl, dass sich sein Mundwinkel nach unten verzieht, wenn das denn gehen kann. Möglich ist es. Dann überprüfen Sie das bitte. Sie sind doch für dieses Schiff verantwortlich, oder? Ich bin für das Gellerfeld zuständig. Und als wäre das schon die Antwort gewesen, dreht er sich von dir ab, geht irgendwie 10 Meter weiter zu einem großen Pult, verbindet sich dann, du kannst dann sehen, wie ein Wust aus Tentakeln aus seiner roten Robe in Richtung des Boards stößt und er sich dann an vielen verschiedenen Stellen verbindet. Und dann fangen die Arme und Tentakel an zu leuchten und Daten werden übertragen. Du kannst wohl auch sehen, wie irgendwie ein großes Pergament da ausgedruckt wird an seiner Seite und dann irgendwie runterläuft auf dem Boden. Zahlreiche Runen, die darauf stehen und irgendwie Binärcode, der da wohl gerade ausgedruckt wird. Ja, ich sag zu meinen Brüdern, die neben mir stehen, also Maschinenseher und so, Zahnradverehrer, die sind immer so unhöflich. Ja, Bruder, meine Erfahrungen mit ihnen zeigen, dass sie... Ich denke, unsere Sprache für zu langsam halten. Sieh mal, wie viele Arme er hat. Eine beeindruckende Beobachtung. Sehr effizient. Nun, egal wie viele Arme man hat, man muss auch gut mit ihnen umgehen können. Und du glaubst ja wohl nicht, dass der Gott-Imperator uns mit 2 Armen geschaffen hat, wenn 4 besser gewesen wären. Da hast du natürlich recht, Bruder, aber sie haben nicht den Segen, den erfahren, den wir haben. Die machen das Beste aus ihrer so einfachen Form. Ja, das kann ich verstehen. Das Bedürfnis, diese schwachen, minderwertigen Wesen sich zu verstärken, ist natürlich nachvollziehbar. Analyse beendet. Maschinenseher Kreth hat gearbeitet, nicht nur in der Küche und in der Schmiede, sondern auch in den Verladebuchten. Dort wurden seine minderwertigen Servitoren eingesetzt. Welche? Gebt uns eine Liste, bitte. Am besten, wir überprüfen das. Ja, während du das sagst, kannst du hören, wie er Binärcode ausstößt und gleichzeitig eine weitere Liste gedruckt wird. Er reißt dann das Pergament ab, drückt da wohl irgendwelche Siegelwechsel drauf, vielleicht ähnlich eines... Bei der Inquisition macht ihr das auch, aber das ist ja jetzt eher mit Maschinencode signiert. Und dann händigt er die Liste einmal Binärcode und auf der Rückseite dann eben in niedergotisch aus. Akzeptabel. Also da drauf steht dann auch irgendwelche Seriennummern, die sicherlich über die ganze Zeile dann gehen. Es ist sehr mühselig, sowas dann herauszufinden, aber genauer geht's halt nicht, weil Servitoren haben keine Namen, sondern nur eine Seriennummer. Ja, ich würde meinen neuen Freund, den ich ja immer noch herumtrage, einmal vor das Pergament halten. Seid ihr fähig, die Servitoren anhand dieser Liste zu identifizieren? Ja, bin ich. Selbstverständlich. Es dauert ein bisschen, aber... Lass uns aufbrechen. Wunderbar. Man kann die aufreihen lassen und dann nehmen sie Aufstellung. Dann muss man sie nicht in den Bereich suchen. Die Freigaben dazu habe ich. Ja, dann werden wir genau das tun. Wäre es nicht sinnvoller herauszufinden, was sie gerade getan haben? Vielleicht verfolgen sie gerade irgendeinen finsteren Plan. Naja, Bruder, wir können ja erstmal hingehen und schauen, was wir erkennen können. Wir sollten einen
weiteren Bruder dazu rufen. Ich erkenne da gar nichts. Wir schalten die aus und dann hat sich. Aber der Einwand ist berechtigt, Krai. Wenn einer möglicherweise ein wichtiges System manipuliert hat, wäre das überprüfenswert. Es reicht ja schon, unautorisiert das Tor zu öffnen, dass Ladung geschmuggelt wird. Ja, oder die Atmosphäre vielleicht ablässt aus dem Schiff. Also ich, wie gesagt, dieser Vorfall mit dem Maschinenseher, der ist jetzt eine Woche her. Vor einer Woche habe ich ihn umgebracht und seitdem sitze ich oder saß ich in dem Gefängnistrakt. Ich weiß, dass wir im Karnaskeil waren, aber wir haben zumindest nichts auf Hestus nach draußen gebracht. Zumindest nicht, also ich weiß nicht, ob das noch geändert worden ist, aber zumindest laut den Informationen, die ich vorher von dem Kapitän bekommen hatte, oder naja, nicht selbst von dem Kapitän, aber was auf der Verladeliste eben stand. Wir hatten eben Sachen geladen, die aber auf Hestus nicht rausgeladen worden sind. Es geht ja nicht nur um das Laden oder das Schmuggeln, sondern beispielsweise darum, wenn ein Tank Prometheum an der falschen Stelle steht. Sollte. Ihr habt Ladung auf Hestus an Bord genommen, aber. Nein. Auf Hestus haben wir nichts. Entweder, also wir haben nichts verladen oder geladen. Ja, weil Hestus ist eine tote Welt und da war dann, zumindest laut unseren Informationen, keine Verladung geplant. Naja, Brüder, ich denke, wir sollten es uns einmal vor Ort anschauen. Ja. Genau. Und dann. Wer von euch möchte mich dorthin führen, denn ich finde mich auf dem scheiß Garnier nicht zurecht. Du könntest ein Hemd tragen. Ich glaube, der Maschinenseher war schon seit 8 Jahren bei uns. Sicher bin ich mir nicht, da müsste ich ja mal in den. Also ich weiß gar nicht, ob meine Freischaltungen alle noch funktionieren oder ob die gesperrt worden sind, aber wenn das funktioniert, dann könnte ich nachgucken. Ich glaube, er war seit acht Jahren bei uns. Also noch relativ neu. Wenn es euch beruhigt, meine Freischaltung ist in der Regel stark genug. Ich kann dir den Weg zeigen. Wunderbar. Ja, ich habe mir das Schiff ja auch angeguckt, also ich denke, ich finde da auch den Weg hin. Und dann marschieren wir mal in diese Verladebucht. Ja. Aber auch zügig bitte, also ja. Im Laufschritt. Während ihr noch unterwegs seid, es wird sicherlich eine halbe Stunde dauern, auch wenn ihr mit den verschiedenen Aufzügen fahrt oder mit irgendwelchen anderen kleinen Speedern, die dann rumstehen, wo ihr dann die Gänge dann eben schneller abfahren könnt, weil Laufen einfach zu lange dauert. Gerade wenn ihr zu den Verladebuchten wollt, die auf der anderen Seite sind. Aber ihr könnt zumindest von eurem Ultramarine Toreos könntet ihr hören, dass das Gellerfeld überprüft worden ist, beziehungsweise die Servitoren dazu, und Numatar und Boa Manok haben die Freigabe dazu gegeben, und in kurzer Zeit später, wenn ihr keinen Einwand habt, werden wieder die roten Lichter eingehen und der Countdown beginnt von neuem. Brüder, wie ist der Status? Naja, wir werden die Verladebucht prüfen, aber ich denke, wir können schon einmal springen, richtig? Ich denke auch nicht, dass die Sicherheitskritisch ist. Dann werde ich dem Captain die Freigabe erteilen und wir können Kurs auf unser eigentliches Missionsziel nehmen. Haben wir wenigstens auf der Reise etwas zu tun? So sei es. Und ich lade meinen Bolter nach. Servitoren in schwarze Schlacke zerschießen. Ich hoffe auch, wir kommen jetzt in eine Bucht, die total leer aussieht, wo so ein ganz kleines Schiff nur landen kann. Nee, wenn ihr dann endlich ankommt, mit den Gleitern, mit den Fahrstühlen, nach einer halben Stunde seid ihr dann endlich da in den Verladebuchten, könnt ihr sehen, dass es ein gewaltiges Areal ist. Da könnte man sicherlich eine imperiale Kathedrale drin parken, wenn man wollte. Und dementsprechend viele große imperiale Container gibt es dort. Nicht alle voll beladen, einige sind vielleicht auch leer, aber unzählige Servitoren und auch Mannschaftsmitglieder, die ihr dann dazwischen herumlaufen sehen könnt. Ja, dann brülle ich mal, wer ist hier der Verantwortliche?
Ja, und während der Verantwortliche mit eingezogenem Kopf auf euch zutritt, die Hände gehoben, könnt ihr den Countdown, wie gesagt, hören, wie er dann beginnt zu zählen und das ziehende Geräusch, was sich ein weiteres Mal in eurer Magengegend einstellt. Ja, und während er dann vor euch mit seinen zwei, drei Adjutanten Aufstellung nimmt, um von euch angeschrien zu werden, springt ihr in den Warp.